Der BVB ist wieder voll in Fahrt, genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn jetzt wartet das Derby und da zählt nur eins, der Sieg. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Morgen das Spiel ist natürlich nicht ein Spiel wie jedes andere. Es ist ein ganz besonderes Spiel. Es ist das Spiel der Spiele, das Spiel des Jahres. Und um jetzt so richtig in Stimmung zu kommen, schauen wir uns noch einmal gemeinsam die Bilder vom Hinspiel an. Welche besseren Voraussetzungen kann es geben, um in dieses 153. Revierderby zu gehen? Und dann kommt Hakimi von links, aber der schießt dann deutlich über das Tor. Und das ist das Tor für Borussia Dortmund. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. Jungs, wir führen im Derby. Dieses Spiel ist von höchster Intensität geprägt. Guerreiro, jawohl, klasse, Sancho im Strafraum. Sancho! Yeah! Borussia Dortmund gewinnt das Derby. Ja, ganz, ganz starker Beitrag, ganz, ganz starke Bilder und der Rückhalt dieser wunderbaren Mannschaft ist heute bei mir. Ich begrüße den ganzen herzlich. Danke, Nobby. Roman, schön, dass du Zeit gefunden hast, zu uns ins Studio zu kommen. Wie hoch ist das Derby-Fieber schon bei dir? Ja, eigentlich seit Anfang der Woche jetzt haben wir uns voll darauf konzentriert, aufs nächste Spiel. Das ist das Derby und jeder weiß, wie viel es allen Leuten hier bedeutet. Und wir werden dementsprechend auch auftreten und versuchen, alles Mögliche zu tun, unsere Fans glücklich zu machen. Es ist dein 7. Derby-Einsatz. Du bist also durchaus erfahren mit der Begegnung Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Was macht für dich den besonderen Reiz aus? Ja, ich glaube, dass es in diesem Moment dann keine Rolle spielt, wer wo steht in der Tabelle, sondern dass es einfach ein eigener Wettbewerb ist, sage ich jetzt mal, zwischen uns und den Blauen. Und deshalb... Das macht es immer wieder spannend aufs Neue und natürlich glaube ich auch die Art und Weise, wie das Spiel dann auch gespielt wird. Die Zweikämpfe sind noch etwas intensiver. Man gönnt dem anderen noch weniger oder will gar nichts quasi. Ja, und provoziert natürlich den einen oder anderen auch. Das gehört alles dazu. Das ist das Derby und darauf freuen wir uns. Beim letzten Spiel, was von großer Bedeutung war, das war das Spiel gegen die Bayern. Das hat nicht so gut funktioniert. Habt ihr daraus was gelernt oder wie wollt ihr es vermeiden, dass wieder so etwas passiert oder vorkommt? Ja, wir haben eigentlich immer gelernt, wenn wir nicht so einen guten Tag hatten oder nicht ein gutes Spiel gemacht haben. Ich glaube, das Spiel danach war immer wieder auch ein Zeichen, dass wir die Lehren daraus gezogen haben, dass wir auch schnell lernen können aus unseren Fehlern. Und ich glaube, wir werden top vorbereitet sein, das kann ich sagen, ja. Davon bin ich natürlich auch von überzeugt. Jetzt kommen wir zur Rubrik Abstauber. Roman, einen kurzen Satzanfang von mir, du machst den Rest. Mhm. Der Empfang nach dem Hinspiel war? Überragend. Wenn ich morgen zu Null spiele, dann? Bin ich glücklich. Derby-Siege sind am schönsten, weil? Weil wir die Fans, unsere Fans glücklich machen damit. Ja, dann, das wäre natürlich, glaube ich, noch das i-Tüpfelchen jetzt zu gewinnen. Dann gibt es wieder ein langes Wochenende in der Stadt und die Brauereien können sich freuen. Dann gibt es wieder was an den Lippen. Ne? Ja. Also, wenn wir den Derby-Sieg holen wollen, brauchen wir eine starke Defensive. Und ihr größter Rückhalt sitzt hier direkt neben mir. Das ist unser Roman, der sicherlich die beste Saison seiner Karriere spielt. Da lege ich mich mal fest. Und seine Klasse im Derby hat er auch schon bewiesen. Die 80. Minute im November-Derby 2015. Mit dieser Weltklasse-Parade rettet Roman Bürki den Sieg. Besser kann das erste Revier-Derby kaum laufen. Bis zum zweiten Erfolg gegen den Ruhrpott-Rivalen
dauert es allerdings bis zu dieser Saison. Und erneut ist unsere Nummer 1 einer der Sieggaranten. Wie so oft in dieser Spielzeit. Ein Beleg für seine herausragenden Leistungen. Beim Fachmagazin Kicker ist er der notenbeste Spieler der Bundesliga. Und zur Belohnung jetzt der zweite Derby-Sieg in einer Saison? Dem BVB gelang das seit 7 Jahren nicht mehr. Für Roman Bürki wäre es ein Novum. Ja, ein Novum, was dich hoffentlich besonders motiviert, oder? Auf jeden Fall. Wie wir jetzt gesehen haben, ist es schon eine Weile her. Also jetzt, nicht die vordere Saison, hat es leider nicht geklappt. Und ja, es wird Zeit, dass ich jetzt auch mal in einer Saison zwei Derbys gewinne. Und, das ist gesagt, ein besonders schönes Gefühl, das kann ich dir sagen. Das glaube ich dir und ich, ich bin mir sicher, dass ich das dieses Wochenende erfahren werde. Ja, so will ich dich hören. Wir haben eben die Dreifachparade gegen Mainz gesehen, mit Schmelle neben dem Pfosten, der dich da bejubelt hat. Und er kam auch nach dem Spiel direkt auf dich zu. Was hat er dir gesagt? Ja, er hat natürlich auch gemerkt, dass ich sehr ein bisschen angefressen war von der Leistung von uns die letzten 20 Minuten. Und trotzdem hat er mich gesagt, er hatte mir gesagt, ich soll mich als erstes über den Sieg freuen und über meine Leistung. Und nicht, dass ich jetzt da wieder was sage in einem Interview, was ich dann wieder bereuen werde, was ja auch schon passiert ist. Und, ja, aber wem ist das nicht passiert? Ja, und deshalb war das sehr wichtig und natürlich auch, er ist immer da, wenn ich irgendwas habe während dem Spiel, um ein bisschen mit ihm zu quatschen, weil er im Moment einen schweren Stand hat bei uns. Leider ist er oft neben dem Tor beim Einwärmen und es ist enorm wichtig für mich und glaube ich auch für das ganze Team. Freund, der hilft. Auf jeden Fall. So wie es eigentlich sein muss von einem, der schon sehr lange dabei ist, der sehr viel geleistet hat, sehr viel erreicht hat und nicht jetzt denkt, mir ist jetzt alles egal, weil ich nicht spiele, sondern trotzdem der Mannschaft versucht zu helfen. Schön, das würde sich sicherlich freuen, wenn er das aus deinem Munde hört. Die Aktion, dreifache Aktion gegen Mainz, sowas schon mal erlebt? Nein, aber ich muss ehrlich sagen, da war natürlich auch viel Glück dabei, dass Nein, der Ball genau auf der Linie noch eingeklemmt ist unter meinem Arm. Ich habe natürlich alles dafür getan, dass der Ball nicht reingeht, aber ein Quäntchen Glück gehört da natürlich auch immer dazu. Da warst du auch froh, als die Aktion endlich abgeschlossen war, oder? Ja, ich habe zwar gesehen, dass der Ball auf der Linie ist, trotzdem habe ich zum Schiedsrichter geschaut. Und der hat auf die Uhr gezeigt, der hat ja da diese Anzeige, dass wenn der Ball hinterm Tor ist, dass er ein Signal kommt und der hat nichts angedeutet. Von dem her war ich so erleichtert und natürlich auch, als das Spiel dann vorbei war, das war ein schönes Gefühl dann auch. Ich habe dich hier beim BVB als sehr selbstkritischen Menschen und Spieler kennengelernt. Wie zufrieden bist du denn momentan mit deiner Leistung oder mit der Saison? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil ich wenig Fehler mache, sage ich jetzt mal, die zu Gegentoren führen. Klar, viele Dinge sehen eigentlich nur so Torhüter, Trainer oder Torhüter, die man sagt, ja, das hätte er vielleicht in dieser Situation anders machen können oder vielleicht besser. Das fällt nicht so auf, aber trotzdem, ich finde, dass es halt eine gewisse Konstanz in meinem Spiel jetzt ist, dass ich mir immer die ich mir immer gewünscht habe, dass ich mir immer auch vorgenommen habe, konstant gute Leistungen zu bringen und der Mannschaft natürlich helfen, so viele Punkte wie möglich zu retten, wenn es nötig ist. Und deshalb bin ich im Moment sehr zufrieden und ich hoffe, dass ich das, oder besser gesagt, ich werde alles dafür tun, um diese Saison auch so zu beenden. Die Besetzung der Viererkette wechselt momentan fast bei jedem Spiel. Wie kannst du den Jungs trotzdem helfen und ihnen die nötige Ruhe und das Selbstvertrauen geben? Ja, ich versuche einfach immer zu dirigieren, den Jungs ein gutes Gefühl zu geben, wenn sie eine Aktion gehabt haben, die gelungen ist. Dann lobt man sie natürlich sofort und wenn mal eine Aktion misslungen ist oder nicht so rausgekommen ist, wie sie sich gewünscht haben, dann baut man sie auf und sagt, komm weiter, es ist egal. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann. Ich versuche viel mit ihnen zu reden während des Spiels, um ständig im Kontakt zu sein. Dann merkt man auch schnell, ob jemand ein bisschen verunsichert ist oder nervös ist oder halt total abgebrüht. Ja.
Morgen wartet auf euch ein Gegner, der wahrscheinlich sehr tief stehen wird, wie viele andere Gegner auch. Wie hältst du die Konzentration hoch, auch wenn du mal 10, 20, vielleicht auch 30 Minuten überhaupt keinen Ballkontakt hast? Ja, das muss ich, also habe ich alles gelernt jetzt in der Zeit, wo ich da bin. Ich meine, wir als Borussia Dortmund, wir sind oft die dominante Mannschaft, wenn wir auf dem Platz spielen, haben oft viel Ballbesitz, versuchen den Ball laufen zu lassen und den Gegner eigentlich schon früh zu stoppen. Und von dem her ist das eigentlich nichts mehr Neues, sage ich jetzt. Trotzdem ist es immer wieder eine große Herausforderung, weil irgendwie im Spiel bleiben musst du. Du versuchst, dich warm zu halten, ein bisschen zu bewegen, stretchen, wie gesagt, viel zu kommunizieren mit deinen Vorderleuten. Und gegen Mainz zum Beispiel war es genau dasselbe. Ich habe mehr als eine Halbzeit nichts aufs Tor gekriegt und dann am Schluss musst du einfach bereit viel sein. Viel zu viel. Ja. Jetzt kommen wir zu Dönigs mit Fritz. Das letzte Mal hast du 3-2 verloren, heute hast du die Chance auf eine Revanche. Ich drücke mir natürlich jetzt auch die Daumen und es dreht sich natürlich wieder alles ums Derby. Ja, 93 Mal sind die beiden Rivalen um Bundesliga-Punkte schon angetreten. Der erfolgreichste Schütze in all den Spielen war unser Sportdirektor Michael Zorc. 3, 2, 1. Das stimmt nicht ganz. Unser lieber Michael hat zwar 7 Mal getroffen gegen Schalke, aber Lothar Emmerich übertrifft ihn. Er hat insgesamt 10 Treffer gegen die Blauen geschossen. Am 2. April 1974 wird das damalige Westfalenstadion mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen Schalke 04 eingeweiht. Genau 2 Jahre später, am 2. April 1976, spielen die Schalker wieder um Bundesliga-Punkte in diesem wunderschönen Stadion, allerdings nicht gegen Borussia Dortmund. 3, 2, 1, es war. Das ist richtig. Der VfL Bochum war Gastgeber und wegen des Umbaus des Ruhrstadions empfing er an diesem 2. April 1976 den FC Schalke. Das Stadion mit Schalke geteilt. Gut, das ist jetzt aber auch lange her. Ja, aber das darf doch nicht sein. Ja, aber. Zweimal gab es das Derby am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Beide Male gewann der BVB. Und am Ende hieß der deutsche Meister Borussia Dortmund. Ich muss jetzt den Punkt machen. 3, 2, 1. Mal gucken. Eine sehr schöne Geschichte, aber leider nicht richtig. Fritz. Es klappte zwar in der Saison 2011-2012 mit dem Titel, aber nicht in der Spielzeit 77-78. So, wir schauen mal auf den Zwischenstand. Es steht 56 zu 48. Überrascht dich das? Da du oft noch dabei gewesen bist bei diesen Fragen, dann. Ja, das ist doch gar nicht wahr. 1976, da war ich auch 15. Ja, siehst du, aber du hast das schon sicher im Stadion erlebt oder was? Mit dabei? 15 da bin ich noch hinter der Musik hergelaufen. Ja, okay. Aber. Ja. Am Schluss wird abgerechnet, sage ich. Ja, genau. Wie ist es jetzt in der Meisterschaft? Es sind genau noch 8 Punkte, 9 werden noch vergeben. Ich bin gespannt. Das könnte was werden dieses Jahr, wenn nicht wieder irgendwelche neuen Spielregeln plötzlich auf dem Markt sind. Bin mal gespannt. Naja, Roman, wir drücken die Daumen. Danke. Schön, dass du hier bei uns bist. Gerne. Also nicht nur heute, sondern generell. Bleib bitte gesund. Mach ich, danke. Holt den nächsten Derby-Sieg, damit die BVB-Fans glücklich sind. Drückt ihr unseren Jungs die Daumen, egal wo ihr seid, im Stadion, beim Netradio oder bei Sky, völlig egal. Oder im Ersten, genau, da läuft es auch. Also, bis dahin, tschüss, macht's gut, der Nobby und ciao.